Hallihallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed. Wir haben in der letzten Folge uns im Uranimus befunden, nenne ich ihn jetzt einfach mal. Da in dem Teil da oben. Haben da eine Valhall-Simulation erlebt, die uns irgendwie nicht zugesagt hat. Haben gegen Odin mehr oder weniger gekämpft und uns von ihm losgesagt. Dann wurde Basim, Sigurd von Basim als Geisel genommen. Und jetzt töten wir einfach Basim. Ah! So ist der Plan. Du sollst leiden, das Tausendfache von meinem Leid. Was redest du denn? Mein Sohn, Eivor! Es geht um meinen Sohn! Friede ist wäre Basim. So. Genau. Scheiß auf den Sohn. Aber wenn man jetzt hier schon mal dem guten Basim zuhört. Ich kann dir nichts ergeben. Wir haben so viel geteilt in Englerland. Wir haben gekämpft und geblutet. Immer noch da oben. In den Tiefen deiner. Kommst du mal. Oh. Das ist ja unfair. So. Komm und zeig dich. Ich will nicht gegen dich. Mai, jetzt hängt er wieder irgendwo da oben rum. Was soll uns ein Kampf bringen? Lass uns reden. Ganze Zeit, Alter, habe ich auf diesen Moment gewartet. Genug geredet. Mich dürstet nach deinem Tod. So, jetzt rennt er hier wieder rum. Dann wird er gleich. Ah. Wird er gleich hier wieder irgendwo. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Da oben. Ach Junge. Da ist auch so ein Feigling, ne? Rennt hier einfach wild durch die Gegend. Hat aber gar nicht drauf. Zeig mir deinen Hals. Zeig ihn mir. Was? Nix da. Das Mal des Wolfes stiehlt mein Triumph. Natürlich. Er ist ein bisschen abgespaced. Mein Sohn wird nicht umsonst gelitten haben. Du redest Unsinn. Wir haben gedodged. Wenn du nicht zur Vernunft kommst, dann sei es so. Dü, 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 dü. Du wirst nicht in Frieden sterben. Das ist ja fies. Du wirst weder deine Heimat noch deine Leute je wiedersehen. Ah. So, draufhauen. Ach, diese dämlichen Bomben von ihm. Ist das das, was du wolltest? Ich will, dass du leidest. Er nervt ein bisschen. Da war schon wieder. Back im Boden. Von dir wird nichts als ein Fleischsack vollgebrochener Knochen bleiben. Dein Gewissen wird rein sein. Ja, verdammt! So, Betäubungsschlag haben wir. Gestalten wir das Ganze interessanter. Holen wir Sigurd dazu. Feigling. Ach, was ein Pussy. Jetzt rennt er hier auch noch weg. So, ein bisschen Parkour laufen. Uiui. Sei auf der Hut, Sigurd!
Hopp. Hopp. Und hopp. Uiuiui. So langsam. Na, gib mir die Pfifferlinge. So langsam wird das Ganze ein bisschen anstrengend. Whoop. So, hinüber. Hinüber, hinauf. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir hier so richtig Parcours laufen in Assassin's Creed. Aber ich glaube, wir müssen hier runter. So. Nee, ich wollte doch die Pfifferlinge aufnehmen. Eidbrecher, hier wirst du sterben. Das bereitet mir keine Freude, Rechtswahrer. Du warst immer gerecht, doch du wähltest die falsche Seite. Ich bin dein Ziel, Basim. Komm! Das bist du, in der Tat. Können wir jetzt nochmal gegen ihn, oder wie ist der Plan? Wow! Wann stirbst du endlich? Nicht hier. Nicht durch dich. Ich werde euch zum Sterben zurücklassen. Wie alte Ruhm von einem toten Baum. Ja, ja, du laberst ganz schön viel, mein Bruder. Du bist einmal gestorben. Stirb nochmal. So. Autschen. Sigurd, halt das Ding auf! Lösche das Feuer! Sigurd! Lebt er noch? Er lebt. In Dunkelheit. Gut. Dreckskerl. Wie lange hat Basim diesen Verrat wohl schon geplant? So. Wer weiß das schon? Da hängt Basim gemeinsam mit Zvala. Götter, bin ich dazu verdammt? Basim hat ja während der Geschichte ein bisschen was von seinen Kindern erzählt. Oder von getöteten Kindern. Ich muss mich mal hinsetzen. Und diese Kinder-Story lässt dann auch schon wieder darauf schließen, wer was ihm in Wirklichkeit ist. Also was heißt in Wirklichkeit, der Basim ist Basim, aber wenn wir das in Assassin's Creed übersetzen, wessen Nachfahre er quasi ist. Oh, komm, wir setzen uns mal dazu. Irgendwie sonderlich schnell können wir gerade eh nicht laufen. Basims Wut, sein Zorn. Das kam mir so bekannt vor. Ich weiß nur nicht, woher. Er hat gewütet, Sigurd. Ohne Sinn und Verstand. Denk nicht darüber nach. Ich bin nicht verrückt, Eivor. Die Dinge, die ich sehe und fühle, ich weiß, sie sind wahr. Ich weiß, Bruder. Jetzt mehr denn je. Du hast immer die Wahrheit gesagt. Wir sollten unseren Blick auf die Heimat richten. Es ist ein langer Weg und es geht mir nicht gut. Heimat. Eivor, auf unserer Reise hierher hatte ich viel Zeit nachzudenken. Über die Höhenflüge und die Abgründe unserer Freundschaft. Ich bin nicht mehr der Mann, der ich einst war. Ich war die längste Zeit der Jarl unseres Clans. Du musst uns jetzt führen. Meinst du das ernst? Randvi berichtete mir von deinem Mut, deiner Entschlossenheit und Weisheit. Du warst ein Fels in der Brandung. Sie bewundert dich. Und ich sie.
Aber das kann nicht der einzige Grund sein. Als Dark dich zum Zweikampf forderte, erwiesst du ihm die letzte Ehre, trotz seines Verrats. Er tat, was er für richtig hielt. Das habe ich respektiert. Ich erinnere mich an Oxena Forge, an die Suche nach dem Sagenstein. Du warst mit meinen Befehlen nicht einverstanden, doch du hast sie befolgt. Dir missfielen meine Methoden und Ziele, doch warst du nie ungehorsam. Als ich mein Urteil über Holmgeir sprach, hast du nicht widersprochen, obwohl du nicht einverstanden warst. Das konnte ich an deinem Blick sehen. Während ich fort war und in meinen Momenten der Verwirrung, hast du große Weisheit, Stärke und Führungsvermögen bewiesen. Wohin du auch gehst, Eivor, werde ich folgen. Führe unseren Clan an. Danke, Bruder, ich werde dich nicht enttäuschen. Dein Blick wirkt ungestüm. Jahre bevor wir nach Englerland aufbrachen, hatte ich eine Vision. Sie handelte von einem Verrat, dass ich dich verraten würde. Ich wollte es nicht glauben. Ich sagte mir, ich würde so etwas nie tun. Doch in der Zeit danach habe ich dich deiner Träume beraubt. Von Englerland. Von Valhall. Wenn du glaubst, ich hätte dir Unrecht getan, mache ich es wieder gut. Wir können unser Schicksal nicht ändern. Alles ist vorherbestimmt, vom Tag unserer Geburt an. Sich darüber zu ärgern wäre, als würde man mit dem Meer ringen. Ein sinnloser Kampf. Wir zwei gerupften Raben. Welche Saga wir gemeinsam geschaffen haben. Eine für die Ewigkeit. Jo, genau das haben sie. Das hier natürlich auch der Part, wo ihr zwei unterschiedliche, eigentlich drei unterschiedliche Varianten haben könnt. Und zwar geht das in der Geschichte dann darum, ob ihr mit Basim wieder zurückkehrt oder ob ihr ohne Basim zurückkehrt. Ruhig. Das hängt halt von euren Entscheidungen während des Spiels ab, wie zum Beispiel die Geschichte mit Duck. Hast du mir zugeguckt? Die Geschichte mit Ranfi, also ob ihr quasi ihn mit Ranfi betrügt. Denkst du dasselbe wie ich? Die Geschichte mit Holmgeir. Die Geschichte in Oxenafort. Da gibt es halt ein paar Knackpunkte, ich glaube 8. Er war insgesamt. Als er zu uns kam. Und ihr müsst 5 mindestens positiv ausgelöst haben, damit er wieder mit euch zurückkommt. Eine Singularität, weißt du? Ein Fluchtpunkt. Und auch hier, wie gesagt, nähern wir uns dem Ende des Spiels. 2012 gab es eine Sonneneruption, die groß genug war, um alles Leben auf der Erde zu vernichten. Ich erinnere mich. Damals war ich bei Abstergo. Desmond hat uns gerettet. Er wusste, wie man es aufhält. Abstergo heimste die Lorbeeren ein. Angeblich war es ihr Satellitennetzwerk. So ein Schwachsinn. Es war Desmond. Er drückte den Knopf, der die Welt gerettet hat. Aber dieser Knopf ist immer noch an. Er generiert immer noch ein Magnetfeld, das mit jedem Tag stärker wird. Der Tempel, den Eivor gefunden hat, das ist der Ursprung des Magnetfelds. Genau. Es ist jetzt seit 8 Jahren aktiv und wird immer stärker. Inzwischen muss es gefährlich sein. Hitze. Strahlung. Egal. Wir müssen das gerade biegen, das Ding abschalten. Nein, nein, nein. Verlangsamen. Immerhin schützt es uns auch. Langsam ergibt alles einen Sinn. Alles, was ich getan und gelernt habe, führte mich hierher. Zu diesem Moment. Dafür wirst du den Stab brauchen. Zu deinem Schutz. Ohne ihn kommst du nicht mal durch das erste Tor. Ja. Natürlich. Okay. Ich bin bereit. Okay. Ich belade den Van. Und ich funke unser Schiff an. Es kann morgen Abend im Hafen von Boston sein. Danke, Bex. Ja. Und auch hier
scheinen wir uns dem Ende der Story zu nähern. Gehen einfach mal den Speer holen. Beziehungsweise. Moment, wo hängt er denn? Der hing hier irgendwo. Gerade doof. Die verborgenen, ja, okay. Yggdrasil-Kammer. Irgendwo hing doch hier der Speer. Oder hat ihn Dings schon mitgenommen? Ach, wir gehen einfach zu ihm hin. Bin bereit. Es ist ein weiter Weg nach Beantown. Spring rein. Na, dann springen wir mal. Aber so oder so ist das jetzt ja, glaube ich, das dritte Assassin's Creed mit Leila in der Hauptrolle, ne? Sean, ich bin da. Ah, gut. Dein Signal wird langsam schwächer. Bist du schon drin? Noch nicht, aber da sind 30 Meter Eis über mir. Okay, der Kontakt könnte abbrechen, wenn du drin bist. Also denk an das, worüber wir geredet haben. Achte auf die Anzeigen, vor allem wegen der Strahlung. Und behalte den Stab bei dir. Okay. Ich bin hier. Zawahoi Nakwat, Osmerbo Turwandi Quarde, Ul Solov Ras Hunakudide, Unzum Horas Restere Has, Zohumsi. Ich bin drin. Jo, okay. Verstanden. Macht zu. Wir sind drin, Leute. Der Aufzug funktioniert noch. Ach, 75.000 Jahre. Was machen da schon 1 oder 2.000 mehr? Es wird schon spürbar heißer. Nach unseren Schätzungen wird es noch etwa 16 Grad wärmer werden. Wo bekommt er die ganze Energie her? Unsere beste Theorie heißt Tektonik. Die Bewegung der Erdkruste, die heiße Lava darunter. Eine gigantische Energiequelle. Das ist die Technologie, die Menschen brauchen. Energie, nicht Edensplitter. Ja, wenn das alles so weit ist, könnten wir ein Start-up gründen. So ein kleines Büro in einer Garage. Scheiße, ich verliere dich schon. Was sagst du bitte? Die Verbindung bricht ab. Vergiss es. Ich melde mich, wenn ich oben bin. Uiuiui. Wieder, wenn du oben bist. Oder so ähnlich. Da wären wir. Das sieht auf jeden Fall gerade ein bisschen anders aus als beim letzten Mal. Da bist du ja. Du machst Überstunden. Aber ich schätze mal, wir kommen da trotzdem irgendwie hin. Als das Eis schmolz, stürzte es ein. Uiuiuiui. Und hopp. Ich glaube, wir müssen jetzt hier nochmal Parkour laufen, ne? Wo müssen wir längs? Hier unten durch. Ein kleiner Teich. In dem geschmolzenen Eis. Ne, hier tauchen? Oh. Dann tauchen wir halt. Und dann müssen wir, glaube ich, hier hoch. So. Hier rüber hüpfen. Hier hoch hüpfen.
unten sehen. Nicht nach unten. Also es kann sein, dass die Folge heute ein bisschen länger wird. Wir machen den Part hier mit Layla auf jeden Fall zu Ende. Ich hoffe, das ist okay. So genau wollte ich das. So, und da müssen wir hier, glaube ich, hoch. Hoch. Hoch, nach rechts. Nach oben, nach links. Und gut, dass das hier überleuchtet, wo wir lang müssen. Hat ein Zufall, ne? Ab. Ah, das ist halt auch so ein bisschen schade. Das ist so der einzige richtige... Also hier drin ist so die einzige richtige Parcoursstelle, die man in Assassin's Creed hat. Dieses Parcourslaufen ist sonst in Assassin's Creed absolut nicht vorhanden. Also ja, man könnte es tun, aber warum soll man? Man ist am Boden deutlich schneller. Hat so wenig Störungen in der Stadt. Das ist schon... Und hier für diese paar Tattoo-Rätsel da, die da hin und her fliegen. Naja, die Parkour-Dinger waren meistens jetzt nicht so schwierig. Ich würde mal behaupten... Warum sollte hier irgendjemand sein Leben beenden wollen? Außer sie dachten, es würde gerade erst anfangen. Würde mal behaupten, wir sind da, wo wir angekommen sind. Sind da, wo wir hin wollten. Aber Svala sieht noch überraschend gut aus. Aber ich glaube, wir müssen auch in die Mitte, ne? Das ist wie der Animus. Das ist wie der Animus. Sie hat den Stab fallen lassen. Das ist auch nicht gut. Das ist Evos Valhalla. Oder eine Simulation davon. Also, wonach suche ich? Erkenne ich es, wenn ich es sehe? Ja, das Valhalla ist aber irgendwie ein bisschen kaputt. Komisch. Skuld. Seid ihr das? Treibt ihr diese Maschine an ihre Grenzen? Gut. Ein ewiger Lauf. Dem Meister treu ergeben. Wer ist euer Meister? Ist er hier? Da ist die schäbische Lache ja schon wieder. Sie schmeicheln mir. Ich bin nur ein Gast in ihrer Welt. Einer Welt der Wünsche und Hoffnungen. Basim, die Nachricht kam von dir. Du hast uns zu Evos Grab geführt. Ja, eine hoffnungsvolle Nachricht, nicht wahr? Aber wie? Du warst hier 1000 Jahre gefangen. Eivor sperrte dich ein. Für wahr. Doch ich bin nicht allein an diesem Ort. Nicht immer. Ich habe einen Freund, der mir hilft. Gemeinsam lesen wir die Berechnungen. Als wir Eivors vermeintliche Ruhestätte gefunden hatten, nahm ich Kontakt zu dir auf. Durch das digitale Netz, das diese Welt wie ein Spinnenkokon umgibt. Zu unserer Zeit war die ganze Welt auf diese Weise verbunden. Ein Superorganismus der Technologie. Der Stab, den du trägst, die Tempel, die du besucht hast, sie alle sprechen wie eins. Darf ich dir etwas zeigen? Du kannst an diesem Ort wohl tun und lassen, was du willst. Nicht so viel, wie du glauben magst.
Ich bin auf äußerst unbehagliche Art mit meinem Körper verbunden. Aber du kannst die Maschine verlangsamen. Du weißt, wie sie funktioniert. Ja, wir werden es gemeinsam tun. Denn eine weitere Katastrophe droht. Dieser Zeitknoten hat eine garstige Art, sich zu korrigieren. Geh voran. Du bist nicht gerade vertrauenswürdig. Das weißt du, ja? Du musst mir nicht trauen. Doch das ist alles, was ich dir anbieten kann. Gott verdammt. Schweigt. Urt. Erdani. Skult. Stehe. Euer Tag der Ruhe ist gekommen. Frieden. Endlich. Ruhe. Das war's schon? Sind wir fertig? Basim! Wo bist du? Was ist das? Das ist eine gute Frage, wo er jetzt ist. Das sieht so ähnlich aus wie der Weltenbaum. Alles löschen. Nochmal von vorne. Hier kann man einfach mal ein bisschen dem Typen zuhören, dann weiß man auch, wer es ist. Also vermutlich ist es. Layla. Hallo. Du kennst mich? Ja. Durch die Berechnungen, die ich ablese, hier im Grau. Vor 8 Jahren stand die Chance, dass du kommst, bei 15.055.3.276 zu 1. Das ist schon eine Wahrscheinlichkeit. Diese Chance. Seit gestern steht sie fast bei 1 zu 1. Es ist schön, dich endlich kennenzulernen. Wer bist du? Und was soll das? Ich bin der Leser der Berechnungen. All das sind mögliche Zukünfte für dich und die Welt da draußen. Ich verbringe mein neues Leben damit, sie zu lesen und einen Weg zu finden, das zu beenden, was wir vor so langer Zeit begannen. Es beginnt hier. Du verlangsamst die Maschine und rettest die Welt. Von diesem Punkt gehen alle möglichen Zukünfte aus. Millionen und Abermillionen mögliche Wege. Doch auf jedem Einzelnen kommt es zu einer erneuten Katastrophe. Der Knoten bricht zusammen und die Welt wird vernichtet. Die Menschheit schwindet und vergeht. Ich muss weitersuchen. Ich muss die Lösung für euch finden. Ich muss euch etwas hinterlassen. Dieser Knoten, das ist der Moment, in dem ich die Maschine verlangsame? Ja, dort beginnen alle meine Berechnungen. Es ist das Einzige, was ich sicher weiß. Kommt mir eingeschränkt vor. Wie meinst du das? Was, wenn du weiter zurückgehst? Nach 2012, als Desmond die Welt rettete. Desmond? Was, wenn er sie nicht gerettet hätte? Wenn er umgekehrt wäre und die Welt gebrannt hätte? Sieh dir diese Zeitlinien an. Lies sie dir durch. Verstehe. Eine interessante Idee. Faszinierend. Milliarden und Abermilliarden neue Zeitlinien, die es... Uiuiui, Layla ist schlau. Genau. Diese Zeitlinien wurden nie Realität, aber sie hätten es werden können. Hätte Desmond die Zerstörung der Welt zugelassen, hätten die überlebenden Menschen vielleicht etwas aus der Katastrophe gelernt. Und vielleicht hätten sie in einer dieser Zeitlinien einen Weg gefunden, um zu verhindern, dass es immer wieder passiert. Das ist brillant. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Wenn man zu viel Zeit damit verbringt, alle Möglichkeiten durchzugehen, denkt man zu wenig über das nach, was unwahrscheinlich erscheint. Danke für deine Einsichten, Layla. Das ist erst der Anfang. Wir müssen eine Menge Daten analysieren. Bleibst du hier? Ja, bis wir etwas Nützliches finden. Ich will nicht, dass so etwas noch einmal passiert. Dir bleibt vielleicht nicht viel Zeit, Layla. Die Maschine wurde verlangsamt, doch die Strahlung, sie bleibt noch Jahrzehnte bestehen. Nach meinen Berechnungen hast du noch 73 Sekunden, bis die Strahlendosis tödlich ist. Keine Sorge. Ich habe den Edenstab. Er heilt und beschützt mich. Nein. Hast du nicht. Was? Wieso nicht? Ja. Natürlich. Natürlich? Fuck. Hey, keine Kraftausdrücke, okay. Bitte.
Wir finden gemeinsam eine Lösung. Wie lange es auch dauert. Wenn das heißt, dass ich hier nie rauskomme, dann ist das so. Das schulde ich den Menschen, die ich verletzt habe. Und denen, die ich liebe. Ja, ich kenne das Gefühl. Dann fangen wir mal an, was? Ein paar Milliarden Zeitlinien könnten eine Weile dauern. In der Tat. Aber es fühlt sich nicht so an. Das ist das Gute an diesem Ort. Ja, gut. Da sehen wir das Problem, was Leila hat. Sie hat den Stab fallen gelassen. Und Basim heilt sich damit jetzt halt. Ich bin bei dir. Es hat funktioniert, meine Liebe. Ist der Wütende hier? Nein, Geliebte. Nur wir sind übrig. Und Leila? Die Erben der Erinnerung hat ihre Rolle perfekt erfüllt. Wohlan, eine neue Welt wartet. Ja. Bex, ich musste mich entscheiden. Und ich bleibe hier. Ihr werdet euch fragen, wo ich bin. Vielleicht sogar, ob ich bin. Ich weiß nicht, wie ich das beantworten soll. Aber ich habe keine Angst und ich bin nicht allein. Wir haben viel zu tun. Es könnte Tage oder Jahre dauern. Es ist unmöglich, das zu sagen. Aber wir bringen es zu Ende. Was ich sagen will, ist, sucht nicht nach mir. Es ist zu gefährlich und zu spät. Ja, theoretisch ist es nicht zu spät. Wenn man den Edenstab hat, kann man sie da wieder rausholen. Es geht dir gut, in gewisser Hinsicht. In gewisser Hinsicht? Gott, wir müssen sie finden. Ihr habt sie gehört. Sie will nicht gerettet werden. Schwachsinn. Es gibt doch nichts mehr, das gerettet werden könnte. Nicht nach so langer Zeit. Wegen dir. Du hast sie zurückgelassen. Das ist ein bisschen viel, ich weiß. Ich bin in derselben Situation. Nein, nein. Du spielst in einer ganz anderen Liga. Wir nennen uns nun Assassinen, nicht Verborgene? Aus dem Arabischen. Hashishi. Ah, und haben wir einen Mentor? Gibt es diesen Brauch noch? Gibt es. Und wen? William Miles. William Miles. Ich möchte William Miles kennenlernen. Könnt ihr ihn zu mir bringen? Wir können ihn anrufen. Verschlüsselt. Du kannst sofort mit ihm reden. Keine Technologie. Ein Treffen. Ein geistiger Austausch. Tragen wir den Kampf endlich zu diesen Templern, wie ihr sie nennt. Ich gehe nirgendwo hin, meine Freunde. Euer Animus ist in guten Händen. Wie viel weißt du darüber? Mein Kind, wir haben solche Dinge lange, lange vor euch entwickelt. Ich finde es heraus. Okay.
Als ob sie jetzt William Miles rum. Aber ja. Das ist so ein bisschen das Ende der Open Worlds, der Nowadays Story, also der Gegenwartsgeschichte. Kaum einer hat die Wahl. Du hast mich besiegt. Ich weiß nicht wie, doch so war es. Dennoch bin ich es, der hier steht. Und nun kann ich dir alles nehmen, was ich will. Deine Erinnerung, dein Geschick, deine Geheimnisse. Alles gehört mir. Und wenn ich sie habe, werde ich sie wohl nutzen, um meine Kinder zu finden und meine Familie wieder zusammenzubringen. Wie gesagt, so ein bisschen das Ende der Gegenwartsgeschichte. Ich finde das aber ist halt ein bisschen schwach. Das aber generell so ein Ding, da die Gegenwartsgeschichte bei Assassin's Creed 1, 2 ja noch so viel Raum eingenommen hat, ist jetzt hier halt deutlich weniger. Und dadurch ist es halt auch generell ein bisschen langweilig. Also hier steht jetzt der Edenstab, ne? Halte durch, Geliebte. Eine neue Welt hat sich uns eröffnet. Auch hier? Wenn ich mich zurechtgefunden habe, gibt es nichts, was wir nicht erreichen können. Ist jetzt halt die Frage, wer ist Basim? Also die Theorie behauptet, es ist Loki. Ich gehe da auch absolut mit, allein schon wegen diesem Wolf auf seinem Hipster-T-Shirt. Darstellung in der Gegenwart von Basim ist sowieso irgendwie ein bisschen weird. Aber hey, okay. Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es quasi Lokis Nachkomme ist. Bei Eivor sollte eigentlich klar sein, ja, dass Eivor Odins Nachfahre ist. Das erkennt man ja auch in der Story, wenn man hier nämlich ausgewählt hat, ob den, dass das Spiel entscheiden soll oder der Animus entscheiden soll, wann der weibliche und wann der männliche Eivor gespielt wird. Dann wird nämlich vorrangig der weibliche Eivor gespielt. Oder die weibliche Eivor. Und nur zu gewissen Schlüsselszenen, die dann irgendwie alle mit Odin oder so zu tun haben, oder zum Beispiel in der Asgard-Geschichte, switcht das dann auf den männlichen Eivor. Ne? Sprich, eigentlich war es ein weiblicher Eivor, oder eine weibliche Eivor. Und sie ist aber die Nachfahren von Odin, und dieser männliche Eivor-Part stellt halt Odin dar. Das ist ein bisschen so die Geschichte. Ja. Würde sagen, wir machen an der Stelle beim nächsten Mal weiter. Wir können nämlich nochmal in den Animus, da sind wir noch nicht ganz fertig. Aber wie gesagt, das nähert sich jetzt alles dem Ende. Dann spielen wir den restlichen Teil von AC Valhalla, zumindest von der Hauptstory von AC Valhalla. Auf jeden Fall wohl erstmal mit Basim zu Ende. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Haut rein. Bis dann. Tschö, tschö.